Ja, hallo aus der Praxis und hier nochmal auf ein neues. Jetzt möchte ich euch das Endergebnis auch nochmal zeigen. Hier seht ihr den Silikonteil, also die Nagelspange, die durchgehärtet ist, die ich euch hier gezeigt habe vor, ja, ich sag mal, wenn die war, saß hier beim letzten Mal und hier sind wir etwas über 4 Wochen, fast 5 Wochen weiter. Und da sieht man, wie toll der Nagel nachgewachsen ist. Ja, wenn ihr auch diese Erfahrung habt, schreibt ruhig in die Kommentare. Ich freue mich. Wo seid ihr her? Was macht ihr? Ganz, ganz wichtig. Und da kann ich mir ein kleines Bild machen. Vielleicht können wir uns gegenseitig auch helfen, wenn jemand hier Nagelprobleme hat oder wenn du gerne eine Information haben möchtest. Ja, hier haben wir natürlich die Silikonmasse, der Nagel ist nach vorne gewachsen und ganz wichtig ist, der Nagel hat auch hier wieder ein Nagelbett gefunden. Das ist wichtig. Hier ist ja das Normale, wie wir hier sehen. Hier haben wir die Spange komplett rüber getan und hier werde ich, wenn noch irgendwelche Probleme sind, nochmal mit diesem Material arbeiten. Das härtet durch. Man kann das immer, wenn das Nagelbett von hinten gesund nachwächst, von hinten drauflegen und kann diese Spange hier mit der Silikonmasse durchhärten und dann wächst dieses Ganze nach vorne, wie wir das hier sehen, und nimmt den Nagel in der ursprünglichen Form der Nagelwurzel mit. Das ist der Sinn der Sache. Also hier sieht man wunderbar, wie das geholfen hat. Wir haben jetzt auch schon wieder eine vernünftige Nagellänge, wobei ich sagen muss, ich tamponiere die Seite immer noch aus und hier muss immer noch ein Druckschutz bzw. ein Abstandshalter rein. Was ihr natürlich auch schön sehen könnt, ist diesen Zeh. Den haben wir mittlerweile durch den richtigen Nagelschnitt auch schon in Form gebracht. Der rollt sich auch nicht mehr ein. Der muss natürlich gleich nochmal geschnitten werden. Die Form ist natürlich so. Das werden wir gleich noch machen. Wir sind jetzt kurz vor der Behandlung, aber ich wollte euch einfach nochmal das Ergebnis zeigen, was mich auch sehr gefreut hat, dass wir hier schon über den Rand sind und der Nagel sich hier auch wieder ein normales Nagelbett gesucht hat und auch gefunden hat. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Abonniert den Kanal, wenn ihr möchtet, geht auf die graue Glocke, dann werdet ihr immer informiert, dass hier und wenn neue Videos kommen. Bis dahin, ich freue mich auf das nächste Video. Bis bald!